Was machst du da für eigenartige Übungen? Ich versuche mir vorzustellen, wie das gemeint ist, was die Mystiker sagen. Was sagen sie denn? Gott wäre ein zirkelhafter Ring, der seinen Mittelpunkt überall und seinen Umkreis nirgendwo hat. Das hört sich wahrlich, wahrlich seltsam an. Also, wenn das hier der Punkt ist und das hier die Kreislinie, aber gleichzeitig soll der Mittelpunkt auch woanders sein? Überall? Auch wo meine Kreise sind. Und auch wo meine Mittelpunkte. Wenn wir so weitermachen, kriegen wir blaue Flecken. Oder wir umarmen uns, denn der Mittelpunkt ist überall. Ja, das sagen sie auch, dass das göttliche Licht sich dann überall hin ausbreitet. Und wo entsteht es? Meister Eckhart sagt, das Licht, beziehungsweise sogar Gott selbst, wird auf dem Grund der Seele geboren. Aber nur, wenn man alles andere loslässt. Wo wäre denn das bei dir? Natürlich ganz innen. Hinterm Brustbein. Natürlich nicht, du Quatschkopf. Das Loslassen wäre dann wohl so eine Art Organentnahme von Lungen, Herz und Leber. Das ist doch nicht dein Ernst.